Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Nein, dieses Video ist kein weiterer Reisedokumentarfilm, sondern es gehört zu einer eigenen Reihe, in der ich euch mal meine Tipps für ein bereistes Land vorstellen möchte. Im heutigen Film geht es um die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong. Ganz wichtig an der Stelle, es handelt sich um Tipps für den Erstkontakt, damit man sich schneller zurechtfinden kann. Über die verlinkten Zeiten in der Videobeschreibung könnt ihr Kapitel auch direkt anspringen. Sehenswürdigkeiten nenne ich hier nicht, die seht ihr dann in meinem eigentlichen Reisedokumentarfilm und den habe ich euch natürlich hier oben nochmal verlinkt. Auch wichtig, es handelt sich ausschließlich um persönliche Eindrücke mit Stand meiner damaligen Reise. Das kann also schon ein paar Jahre her sein und will sagen, manche Details können sich geändert haben. Ihr solltet euch also nie ausschließlich auf die Informationen in diesem Video verlassen, sondern euch darüber hinaus auch informieren. Deshalb alle Angaben ohne Gewähr und übergeordnet gelten natürlich die jeweils aktuellen Informationen des Auswärtigen Amtes. Wir beginnen mit den Tipps zur Anreise. Hongkong verfügt mit seinem Flughafen über einen großen internationalen Hub. Der IATA-Code lautet HKG. Cathay Pacific fliegt direkt nach Frankfurt und es gibt natürlich noch weitere Fluglinien, weitere Routen über weitere Hubs. Die Flugzeit von Frankfurt aus beträgt etwa 11 Stunden. Zur Einreise wird ein Reisepass benötigt, der noch mindestens 6 Monate über die Reise hinaus gültig sein sollte. Die genauen Modalitäten sind natürlich auch auf der Webseite vom Auswärtigen Amt nachzulesen. Weiterhin bei der Einreise vorzulegen ist die Arrivals Card, die meist schon im Flugzeug ausgeteilt wird. Im Gegensatz zu anderen Ländern werden auf der Arrival Card vergleichsweise wenige Informationen abgefragt. Der Grenzbeamte sichtet die Karte, belässt sie im Pass und erteilt noch einen kleinen Immigration-Zettel, der bei der Ausreise wieder abzugeben ist. Ein Visum für deutsche Staatsangehörige ist nicht erforderlich. Sollte allerdings irgendwann einmal die Wiedereingliederungsphase Hongkongs in die VR China vollzogen sein und ja, ihren derzeitigen Status einer Sonderverwaltungszone verlieren, so wird man dann möglicherweise aber mal ein Visum benötigen. Aber das ist im Moment alles erstmal noch Zukunftsmusik und das wird die Zeit zeigen. Land und Leute. Hongkong war einmal eine britische Kronkolonie und befindet sich bis um die 2040er Jahre in der Wiedereingliederungsphase zu China. Ein erster Eindruck der Stadt lässt auch keine Zweifel aufkommen, dass die Metropole kulturell chinesisch geprägt ist. Dennoch liest man viel Englisch im öffentlichen Raum. Und auch der Linksverkehr ist ein Überbleibsel der Briten. Das Stadtgebiet Hongkong selbst verteilt sich auf einige Inseln am Perlflussdelta, die untereinander infrastrukturell verbunden sind. Auch wenn alles flächenmäßig gar nicht so klein ist, mit den Öffis fährt man schon etwas von Station zu Station, so drängt sich einmal mehr die hohe Bevölkerungszahl in die unzähligen Wolkenkratzer. Hier leben einfach sehr viele Menschen und so sollte man dann auch von engem Raum sprechen. Hinzu kommt noch das hügelige Terrain. Teils sind die Wolkenkratzer an die Hänge der umliegenden Berge gebaut. Der Hongkonger selbst ist offen und freundlich, aber Ausländern gegenüber doch eher verschwiegen. Das heißt, man wird nicht so einfach wie in Indochina wegen irgendwelchen Sachen angesprochen. Hinzu kommt wohl auch noch eine gewisse Sprachbarriere, denn nicht jeder scheint dem Englischen mächtig zu sein. Dennoch hört man viel Englisch sprechende Menschen im öffentlichen Raum. Das Klima ist in den Sommermonaten mindestens als subtropisch zu bezeichnen. Im August herrscht eine hohe Luftfeuchtigkeit vor, deren Temperatur noch vom Straßenverkehr und stauender Luftmassen in den engen Häuserschluchten gesteigert wird. In den Sommermonaten kann es zudem zu ausgeprägten Regenfällen kommen, die nicht selten mit Taifunen einhergehen. Zum Zeitpunkt meiner Reise in 2018 haben sich gleich 2 Taifune auf der chinesischen See gebildet, drifteten dann aber Richtung Japan ab. In 2017, als ich Taiwan besucht hatte, ist kurz nach meiner Transitabreise der Flughafen für 2 Tage geschlossen worden, weil die Wettersituation einfach zu krass war. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber bis 32 Grad und abends werden noch locker 25 Grad erreicht. Oft sieht ein Tag auch so aus, dass es am Morgen trocken ist, gegen Mittag, Nachmittag regnet es und danach ist es abends wieder trocken. Die Luftfeuchte ist zuweilen derart hoch, dass die Stadt sich in eine richtige Dunstglocke hüllt. Es ist einfach viel zu viel Feuchtigkeit in der Atmosphäre. Strom, ja, gutes Thema. Es ist ein Adapter notwendig und Verwendung finden die dreipoligen, eckigen britischen Stecker. Das Stromnetz ist sehr stabil und es gibt keinerlei Ausfälle.
Internet, ja, gute Sache. Und zwar in den Hotels ist das WLAN oft gratis, inklusive und extrem schnell. Am Flughafen hat man die Möglichkeit, eine SIM-Karte für das hiesige GSM-Netz zu kaufen. Für 80 Hongkong-Dollar bekommt man Unlimited Internet. Das GSM-Netz ist so gut ausgebaut, es schwankt oft zwischen 2 bis 5 Punkten. Auch die ganzen Subways sind ausgeleuchtet, sodass man überall Empfang hat. Auch wenn das Smartphone allerdings LTE anzeigt, heißt das aber noch lange nicht, dass in gewissen Hotspots mit vielen Menschen auch schnell Daten kommen. Die Mobilfunkzellen scheinen daher oft an ihre Kapazitätsgrenzen zu kommen. In Hongkong herrscht Linksverkehr, ein Überbleibsel aus der britischen Kolonialzeit. In der Stadt fahren viele Busse und Taxen herum, auch sieht man vergleichsweise viele Elektroautos. Dennoch kann man auf ein Auto eigentlich verzichten, weil das Netz des öffentlichen Nahverkehrs gut ausgebaut ist. Mit dem MTR-System kommt man de facto überall hin. Weitere Lücken schließen Busverbindungen oder in Downtown die Ding Ding, eine doppelstöckige Straßenbahn, die zum Stadtbild gehört. Vom Flughafen führt eine Schnellzugverbindung direkt zur Hongkong Central. Für die einfache Wegstrecke zahlt man mit Stand 2018 115 Hongkong-Dollar. Für das Vorankommen empfiehlt es sich zudem, eine Octopus-Karte zu kaufen. Die RFID-Karte kostet 115 Hongkong-Dollar mit Stand 2018 und ist mit 100 Hongkong-Dollar voraufgeladen. Fahrten schlagen mir vom Cent bis in den Dollarbereich zu Buche und das Ganze entfolgt entfernungsabhängig. In jeder Station stehen Automaten herum, in denen man mit deren Hilfe man dann eben die Karte wieder aufladen kann. Um das Wasserareal zwischen der südlichen Insel Hongkong Island und Kowloon zu queren, gibt es die Star Ferry, die man auch ohne Probleme mit der Octopus-Karte bezahlen kann, genauso wie in manchem Supermarkt, wo man mit der Karte ebenfalls bezahlen kann. Das Vorankommen in der Millionenmetropole ist also leicht und schnell möglich. Die Beschilderung im Untergrund ist übrigens auch vorzüglich. Es gibt große Directories an jeder Station, die genau beschreiben, was man an den einzelnen Ausgängen des Subways für Einrichtungen erreichen kann. Hotels sind in großer Anzahl vorhanden. Die Preisspanne umfasst dabei einen großen Bereich. Es kommt natürlich auch darauf an, wie die Lage des Hotels ist. Durch den vorherrschenden Platzmangel in der Stadt können Hotelzimmer aber recht kompakt ausfallen oder man findet sich in zigstöckigen Hochhäusern wieder, wobei eine Fahrstuhlfahrt schon mehrere Minuten dauern kann, bis eben alle Hotelgäste von den einzelnen Stockwerken eingesammelt sind. WLAN und Frühstück sind oft inklusive. In Hongkong ist die Supermarktkette Welcome auffällig, die man in guter Anzahl antreffen kann und die sehr gut sortiert ist. Besonders Trinkwasser ist hier sehr preiswert. Weiterhin gibt es noch die Convenience Stores 7-Eleven oder Circle K, die mehr so auf Snacks spezialisiert sind, aber dennoch eine große Auswahl an Getränken bieten. Ihr Preisniveau liegt allerdings leicht über demjenigen von Welcome. Dafür haben sie aber keine begrenzten Öffnungszeiten. Durch die internationale Ausrichtung der Stadt sind internationale Fastfood-Ketten präsent. Die einheimische Küche ist eher chinesisch geprägt und besonders in den Gebieten außerhalb von Downtown finden sich straßenküchenähnliche Läden, an denen der Europäer für ihn eher sonderbare Speisen finden kann. Für einen schnellen Snack zwischendurch kann man sich aber auch aus einem nahegelegenen Convenience Store versorgen, der eine Auswahl von abgepackten Broten und dergleichen vorrätig hat. Geldautomaten finden sich in guter Anzahl im Stadtgebiet. Auch in vielen MTR-Stationen im Untergrund sind sie oft anzutreffen. Bezahlt werden kann ohne Probleme in Bar oder mit Kreditkarte. In vielen Läden kann auch die Octopus-Karte verwendet werden. Wie üblich fällt eine Gebühr an, wenn man Bargeld aus dem Automaten zieht. Wie immer, wenn man über Sicherheit redet, ja, dann diskutiert man gewissermaßen schon ein bisschen was Virtuelles. Denn man liest ja manchmal davon, dass einem irgendwo mal etwas passiert sein könnte. Auch macht es Sinn, die Hinweise auf der Webseite des Auswärtigen Amtes einmal durchzulesen. Man sollte aber derartige Informationen zumindest nicht so richtig auf die Goldwaage legen, denn man kann mit der eigenen üblichen Umsicht viel zur persönlichen Sicherheit beitragen. Und das gilt für alle Länder. Hongkong sagt man aber generell nach, für Touristen eigentlich recht sicher zu sein. Auffällig ist dennoch, dass man im öffentlichen Raum viele Leute sieht, die ihren Rucksack nicht auf dem Rücken, sondern auf dem Bauch tragen. Besonders in den MTR-Stationen wird auch stets darauf hingewiesen, auf sein Hab und Gut zu achten. Schließlich durchlaufen zigtausende Menschen täglich das Subway-Netz, ja, und dennoch hantiert der Hongkonger gerne mit seinem hochwertigen Smartphone in der Öffentlichkeit, mit dessen Hilfe er sich bei MTR-Fahrten die Zeit vertreibt. Oft sind große Geräte im Einsatz, gern gespickt mit Selfie-Stick oder Powerbank dazu.
An touristischen Orten trifft man zudem auf viele Leute, die hochwertige Kameratechnik einsetzen. Im Hongkong Park traf ich zum Beispiel auf eine Gruppe Fotografen, die mit Brennweiten jenseits der 300 mm Schmetterlinge fotografiert haben. Wie in Asien üblich, kann man sich auch zu später Stunde noch draußen gut frei bewegen, denn an vielen Orten beginnt die Stadt erst so richtig zu leben. Zum Thema Sicherheit gehört aber vielleicht auch noch die Wetterinformationen zu beachten, für den Fall, dass ein Taifun herannaht. Für solche Fälle ist man wohl in geschlossenen Räumen oder in den Bahnhöfen der MTR besser aufgehoben. Das waren in Kürze meine Tipps für Hongkong. Ich hoffe, es war etwas Verwertbares für euch dabei, was euch vielleicht die Planung eurer eigenen Reise etwas erleichtert. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, falls ihr gewisse Dinge anders empfunden habt, sofern ihr schon mal da wart. Dann liegt es jetzt an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht auch nach unten zu geben. Das möchte ich euch überlassen. Viel wichtiger ist mir auf jeden Fall noch, dass ihr meinen Kanal bitte abonniert. Und vergesst auch nicht, diese kleine Glocke noch mit anzuklicken, damit ihr auch eine Benachrichtigung bekommt, falls ich mal wieder ein neues Video hochlade. In diesem Sinn, vielen Dank fürs Zuschauen und viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.